McCloy ist schon lange tot. Der war so Anfang der 20er Jahre fing er seine Karriere an als Wirtschaftsanwalt in der Wall Street bei Krawat und Co. Und er wurde dann auch von dieser Sozietät zu Mussolini geschickt 1926, um ein Jahr lang Mussolini zu beraten, weil die USA hatten Mussolini einen Megakredit von 100 Millionen Dollar gegeben. Das wäre heute ungefähr 100 Milliarden. Warum haben Sie das getan? Warum haben sie es getan? Weil sie geschäftliche Vorteile sich davon versprochen haben, also dass dann amerikanische Konzerne dort halt ein gutes Standbein bekommen, damit die Infrastruktur entsprechend flott gemacht wird. Auch weil ihnen vermutlich das faschistische System recht gut gefallen hat. Also das spielte dann auch keine Rolle, sondern im Gegenteil, das war gut, das ist berechenbar. So ein Diktator ist berechenbarer als eine Demokratie. John McCloy hat also ein Jahr lang als Wirtschaftsanwalt diesen Megakredit, der von JP Morgan, das war Goldman Sachs des 20. Jahrhunderts, um den maximal einsetzen zu können und um zu sagen, wie man das international am besten bewerkstelligt. Dann findet man ihn irgendwann wieder auf der Ehrentribüne bei den Olympischen Sommerspielen 36. 1936 in Berlin, neben Adolf Hitler sitzend, angeblich wegen eines Rechtsstreites aus dem Ersten Weltkrieg, irgendwas, was noch anhängig war. Aber Tatsache ist, dass US-amerikanische Wall Street-Unternehmen sehr lukrative Geschäfte mit Hitler-Deutschland gemacht haben. Stichwort IG Farben. IG Farben als Juniorpartner von DuPont. Standard Oil. Ah, okay. Standard Oil. Ja. Und ja, dann findet man ihn wieder im Krieg als stellvertretenden Kriegsminister Ja. unter Roosevelt. Ja. Hat da zum Beispiel verhindert, dass die Gleise für die Züge nach Auschwitz bombardiert Ich wurden. fand interessant, wie er das begründet. Da hätte man auch Gefangene bei töten können. Hat er das Das ist gesagt? so eine Ich habe nur Begründung. gehört, kill it, wollte es einfach nicht hören. Dann war er nach dem Krieg der erste Präsident der Weltbank. Dann Hochkommissar Deutschland? der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland, also der Statthalter der Ja. amerikanischen Besatzer. Ja, und dann, was ist er dann noch gewesen? Er war in verschiedenen Aufsichtsräten von Mercedes-Benz und so weiter. Unter anderem war er auch Präsident vom Council on Foreign Relations. Ja. Also Das ist ein sehr. typisches Ding, der ist einfach überall dabei. Das heißt, der kann sich praktisch in allen Bereichen, ob die Firma oder der Kreis da zustimmt, immer selbst befragen. Also erstens mal steigert das natürlich auch immer seinen eigenen Kurswert mit jedem Gewinn an Vernetzung und Know-how. Zum Zweiten spricht er ja nicht für sich selber, sondern eben für den Council on Foreign Relations und diese elitären Gruppen und bringt das rein, was so entscheidend ist, den Esprit de Corps. Das ist ganz wichtiges Zauberwort im Council, also der Gruppengeist. Also die können sich spinnefeind sein, aber sie halten zusammen, wenn es darum geht, an die Futtertröge zu kommen. McCloy kam ja aus kleinen Ja. Verhältnissen. Auf seiner Beerdigung waren auch sehr viele berühmte Menschen. Ich glaube, Helmut Schmidt war auch da. Alle. Kissinger war, glaube ich, auch da. Also der hat sich ja verdient gemacht für diese Menschen, für die Elite, für die er gearbeitet hat, hat er tolle Sachen auf den Weg gebracht.